ist Tutorial, okay. Hier ist wahrscheinlich das Pause. Hier ist die Karte. Ich dachte, ich habe da eigentlich so einen Sturmgewehr aufgesammelt. Was? Ach so, ja. Wird natürlich nicht gesagt, dass ich da rechts drüben muss. Gut, dann scheint es hier hinten lang zu gehen. Dann gehen wir auch jetzt lieber nochmal hier links. Und gucken nochmal da oben rein. Hey, Kumpel. Jetzt haben die verlässige Gasflaschen schon wieder auf dem Rücken. Ich dachte, ich habe hier Wolfenstein geholt und nicht Star Wars. Geht's hier lang? Gibt es hier etwa mehrere Lösungsmöglichkeiten? Versteck dich doch nicht wie so ein Feigling. Du bist tot. Was haben wir jetzt gefunden? Ja, Karte ansehen. Suche einen Eingang zum Bunker. Hab ich den jetzt gefunden? Ich weiß es nicht. Nee, sei mal bloß ein MG gespitzt. Ich will auch nichts verpassen. Wo geht's denn jetzt hier so richtig lang? Limit erreicht. Hier ist zu. Hier geht's auch nicht lang. Aber hier geht's hoch. Jetzt bin ich einfach mit einem anderen Weg hier hochgekommen oder was? Ist ja jetzt noch, es hat den Anschein, als ob es ein bisschen weitläufiger wäre, aber ich denke, das wird uns lange anhalten. Oh. Da steckt ja ganz schön ein hier. Ich muss mal aufpassen mit der Munition, ja, wenn ich echt keine Waffen krieg. Man ist es ja noch so gewohnt, dass die Waffen tragen, wenn schwere Munition kann ich einsammeln ohne Ende. Was ist das? Jetzt bin ich ja nicht hier. Aber für meine Waffe, die ich jetzt habe, kriege ich keine, oder wie? Schon wieder! Die haben alle ihre Fifis mitgebracht. Schwere Munition. Wie zur Hölle kann ich Waffe wechseln? Jetzt wechselt er genau automatisch. Bitte, ja. Oh. Trüge enthalte Hände und das Waffenrad zu bringen. Aha, alles klar. Da wo man Granaten wirft. Die ist leer, ne? Genau. Zwei Strom. Ja. So, jetzt wollen wir doch nochmal ein Wörtchen reden, Kumpels. Nachteil, man kann natürlich nicht umgehen. Oh! Nachteil, es ist extrem, es streut extrem und man kann natürlich nicht angesehen. Und man muss lange nachlaufen. Man sieht's. Man sieht's auch, dass man da ordentlich Treffer einsteckt. Deswegen vielleicht doch zum Anfang zumindest erstmal noch einzeln nehmen. Das ist vielleicht besser. Wenn man sich schön einsammeln. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man ja wirklich immer X drücken muss, wenn man irgendwas einsammeln muss. Sonst früher einfach mal durch Zuber gelaufen ist. Kann man das vielleicht auch einstellen? Schwierigkeit, Steuerung. Sichtweise invertieren? Nee, wollen wir nicht. Sound, ne, Grafik, ne, kann man nicht einstellen.
dann wird das wohl so sein. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll, aber gewöhnt man sich, denke ich, dran. Boah. So, dann gehen wir auf den nächsten Bunker. Schleiche dich heran, um den Gegner zu überwältigen. Okay. Probieren wir das mal. Aua. Dies tat bestimmt ein wenig weh. So. Die Jumpers gehört in der Haus. Das Ding war. Ach, das ist noch ein Feind, der hier rumbatzt. Ich dachte, es wäre das Geschütz. Zack, zack. Geht auf jeden Fall alles relativ flix und läuft auch ordentlich schön flüssig. Das freut mich. Ist natürlich, die Grafik ist natürlich jetzt nicht over the top, ne? Das muss man dazu sagen. Also, da hat man auf jeden Fall schon Schöneres gesehen, aber das war Wolfenstein ja. Es war ja auch noch nie Wolfensteins Stärke, in der Grafik zu protzen. Aber Hauptsache die. Oh, das blendet wie Sau, ey, dieses blaue Licht, wenn er ihn da massakriert von hinten. Tut den Augen weh. Schalte Kommandanten aus, sonst kommen wir wahrscheinlich unendlich, könnte ich mir vorstellen. Komm, wir ballern mal wieder. Boah, dieses Rumgeschleichen, das sind ja nicht besser ein Fischer. Oh, Kommandant ist tot. Und Granate. Ah, boah, die war scheiße. Da haben wir zum ersten Mal ins Gras gebissen. Zum zweiten Mal mit dem Flugzeugabsprung. Ja, war auch ein bisschen unvorsichtig, muss ich sagen. Einfach so reingeprescht. Wir spielen ja auch nicht auf ganz einfach. Wo sind wir? Hier sind wir. Sehr schön. Gut, dann schleichen wir uns halt doch nochmal an. Klasse, hat nicht mal geklappt. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, der ist noch nicht tot. Kann er hier drüber gucken? Er kann drüber gucken. Sehr schön. Die Impulstrigger fetzen. Die sind geil. Kommt jetzt hier beim Shooter endlich mal auch ordentlich zum Einsatz. Oh, wo ist die Granate? Ah, da vorne! Trinken wir ein bisschen Zielwasser, Kumpel. So, es hat gespeichert. Ich nehme an, das war der letzte. Mal alles schön einsammeln. Ist echt blöd hier, dass man immer drücken muss wie ein Wani. Im Controller mag das noch gehen, aber wenn ich da die ganze Zeit auf dem Computer zum Beispiel auch der E-Taste rumhämmer, das ist ja nicht so das Wahre, kann ich mir vorstellen. Aber naja. So, da müssen wir wahrscheinlich rein, kann ich mir vorstellen. Da gehen wir erst nochmal dahinter. Schlägt Alarm. Der Kommandant schlägt Alarm. Sprich, es kommen wahrscheinlich wirklich immer mehr. Wo ist der Kommandant? Da hinten, die Sau. Er lebt immer noch. Ich geh krachen. Haut ab, ich krieg ihn nicht gepackt, ey. Jetzt sollten wir noch aber. Oh, ich habe einen Vorteilerfolg, Vorteil erreicht. Ich kann jetzt Granaten zurückwerfen. Man kann scheinbar dann also quasi auch noch Fähigkeiten freischalten. Ein Spiel, freischalten, wie auch immer, was haben wir hier noch Schönes? Granaten, okay. So, was kann man hier Schönes mitmachen? Ach, entfernen natürlich. Blaskowitz kann die entfernen. Soll es auch anders sein. Sonst wäre es ja langweilig, wenn man das nicht könnte. Gut, die lassen wir erstmal. Werf die weg. Werf die weg. Gut.
mal kurz hinter gucken. Scheinbar müssen wir doch dort durch das große Tor. Dann gehen wir nochmal hier rein. Nichts wie weg. Bam. Na gut, es war aber eine. Das war eine eher zierliche Explosion dafür, dass das zwei oder drei riesige Bomben waren. Können wir hier auch lang? Da war doch vor uns auch noch das Zeichen, dass wir hier lang könnten. Da scheinbar, wenn wir jetzt den Weg da aufgesprengt haben, können wir jetzt bloß noch da lang gehen. Aber es scheint, es hat den Anschein, als ob es hier ab und zu mal mehrere Wege geben würde. So. Und bevor wir jetzt hier reinspringen, machen wir mal Päuschen. Und ich verabschiede mich vom ersten Part mit Wolfenstein. Das war der Anfang. Ich habe mir ein bisschen einfach vorgestellt, weil ich dachte, man startet dann gleich mit seiner Amnesie da, von der man ja schon was gehört hat, wo man dann da im Krankenhaus startet. Aber ist doch ein bisschen anderer Einstieg. Aber nicht ganz schlecht, warum nicht? Muss natürlich erstmal warm werden. Mal gucken, wie es im zweiten Part dann wird. Ist jetzt alles noch ein bisschen hektisch und chaotisch, wenn man noch nicht so wirklich weiß, was man machen muss, und dann schon aber Haufen Feinde kommen. Aber da fitzen wir uns schon rein. Das ist ja das erste Spiel, was wir da spielen. Gut, schreibt was dazu, macht fleißig Abos und wir sehen uns dann bei Part 2 hoffentlich. Bis denn!